Guten Morgen. Morgen. Hi. Ja. Eure nervige neue Nachbarin ist da. Ich hab's ein bisschen eilig. Darf ich dir kurz was zeigen? So, das ist dein neues Projekt. Was für ein Projekt? Ganz eingebildet gesagt. Oh mein Gott, bin ich viel beschäftigt. Also ich habe so einen Stress in meinem Leben. Hey Kinnase, ihr wisst doch, flach atmen und einfach durchziehen. Guten Morgen, liebe Leute. So, ich bin hier. Die Leute sind verrückt, kann man nicht anders sagen. Also okay, unglaublich. Herzlichen Dank für eure Glückwünsche, ja. Also, wir freuen uns natürlich total auf das Kind und ich hoffe, geht alles gut. Es ist ja echt noch jetzt die Frühphase. Dann habe ich die Hand voll und dann ist wirklich genug. Also, dann ist wirklich 5 Kinder. Timeout, auf alle Fälle. Aber ich freue mich, weißt du, es ist immer wieder was Schönes und wer Kinder hat, wird das wissen. Die machen Stress. Die machen, bringen Leben in die Bude, ja, da ist man wirklich absolut genervt manchmal, man hat ewig Chaos und so, aber es hat auch so viele schöne Seiten, ja, schöne Seiten. Ja, das finde ich gut. Ja, mit dem Auto, das Auto scheint halt ein Unfallwagen zu sein, wurde als Nicht-Unfallwagen verkauft, so eine Sachen, das müssen wir heute alle nochmal abklären, das wird, das macht der Papa von Dennis, der bringt den in die Werkstatt und vielleicht eventuell noch mal zum TÜV oder so, weil ich gemeint habe, naja, ich bin in der gestern noch den Tag über gefahren und habe gemeint, ja, irgendwie stimmt das halt nicht ganz an dem Wagen. Das ist so ein bisschen hingefuscht so zum Schnellverkaufen und ich war leider nicht dabei bei der Erstbesichtigung. Da stand ich halt hier im Laden, hatte keine Zeit und ansonsten hätte ich ihn wahrscheinlich, ich persönlich hätte ihn jetzt nicht gekauft, solange wie er aber fährt und wie alles jetzt funktioniert, ist das für mich auch in Ordnung. Was soll man machen? Ja, und meine, wenn man jetzt sich jedes Mal für jeden Auftrag irgendwie ein Auto ausleiht, dann ist man schnell auch auf den Betrag. Also für 2 Jahre jetzt TÜV, alle tut. Das wird jetzt überprüft, ob das alt rechtens zugegangen ist oder ob das eben so ein Herr Nachbar, wir kennen uns, TÜV ist. Und wenn das alles tut, alles schick, damit halt kein Problem. Videos wird's von der Arbeit auch geben, allerdings eben nicht so wie hier, so ich werde da nicht moderieren können, da muss ich mich auch wirklich konzentrieren, weil Dennis verlässt sich natürlich auf mich auch, ja, da kann ich nicht am Boden stehen und irgendwie schön in die Kamera lächeln, sondern da wird irgendwas aufgestellt und dann sieht er halt wie so ein Baum eventuell um mich, wie wir zum Auftrag fahren, so eine Sachen, das weiß ich noch nicht genau, ich weiß ja noch nicht genau, was mich da erwartet jetzt auch bei den Aufträgen, ne? Da wachse ich ja auch mit rein. Also ich werde täglich so einen kleinen Vlog bekommen und der wird auch ein Teil der Arbeit bestimmt enthalten. Ja, also müssen wir mal schauen. Was ist noch? Was war noch? War noch was? War noch was? Also damit hat sich die Frage auch erübrigt, was ich im Winter mache, da ich da keine, nur Antiquitäten Kunst mache. Die werde ich wahrscheinlich diesen Winter mal nach hinten schieben, weil jetzt habe ich ja eine Investition getätigt, auch zeitlich, die mich sehr zeitlich sehr einbindet. Und in diesem Winter werde ich kaum von meinem ersparten Antiquitäten sozusagen leben können, sondern werde eben das alles andere machen. Also so. Landschafts- und Gartenpflege, vielleicht sogar Winterdienst, ich weiß es ja nicht, vielleicht gehen wir auch mal Schneeschippen irgendwo. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Müssen wir sehen. Was waren da noch für Fragen? Das Problem ist, ich kann das zeitlich jetzt alles ja nicht mehr am Computer beantworten unbedingt. Also an allen erstmal danke für die Glückwünsche. Das ist echt schön zu lesen immer. Und das war wichtig. Mit weiter geht es wichtig. Das Kolumbus wird jetzt bald abgeholt hier. Ich glaube, heute oder morgen kommt der einer und holt das Kolumbus ab. Die Tauchklamotten habe ich verkauft. Da habe ich, glaube, wenn überhaupt. Ach Quatsch, nicht mal. Da habe ich Minus mitgemacht, ne, weil ich einfach auch die Zeit jetzt nicht mehr habe. Ich wollte die jetzt im Winter
einstellen, einzeln und so und dann, dann lasse laufen, ja, aber damit habe ich richtig Verlust gemacht. Ehrlich, ich habe 800 Euro bezahlt und 700 bekommen. Davon geht ja nochmal eBay ab. Das läuft ja alles legal sozusagen. Das läuft ja hier nicht per vom vorbei, holt's ab. Und dann wissen wir ja noch nicht mal, ob die Leute auch kommen und das wirklich abholen. 10% eBay, 70, dann habe ich 170 Euro abgeschafft. Das ist natürlich ärgerlich. Mache ich auch nicht nochmal. Aber andererseits muss ich sagen, habe ich mir ja da auch meine Sachen rausgeholt. Ja. Also für meine Kinder habe ich Tauchanzüge rausgeholt. Insofern bin ich vielleicht auf Null. Der Wolfgang! Der Wolfgang! Oh. Er hat was für mich! Ah, was ist denn der Spendenausgleich? Oh, das war hier. Das war. Oh, das große Geldstück fallen lassen. Wolfgang, Spende. Opferspende. Immer spende ich mir Arbeit, anstatt ich die Penner, aber ich finde die. Ja, na danke. Aber wirklich, ehrlich, weil ich habe bei Wolfgang höheren. Das ist als Penner. Aber wirklich, das ist doch eine Katastrophe, wenn du überlegst, ja, mit ganzen, da haben sie eine Bierpulle in der Hand, da wollen sie nicht älter haben. Naja. Danke, Wolfgang. Das ist gut. Das ist die Anzahlung für das neue Auto. Wie ist das neue Auto? VW-Bus. Achso, hier da drin? Nee, so ein Arbeitsauto. Ach, der Herr, der war mal stand, ja, oder wie? Hier so ein Arbeitsauto. Achso, ja. Zeig mal, Wolfgang, zeig mal Neuigkeiten. Die Gangster haben kein Geld gefunden. Die Gangster haben kein Geld gefunden? Nee, haben sie jetzt dann. Hier räumen die Gangster die Geldkisten raus. Bei der Flucht des Hitler haben sie gekriegt, bei der Flucht haben sie den. Na, sag schon. Der ist verloren, also liegen gelassen alles. Aber auf der Flucht ging alles schief. Na gut. Haben sie mal kein Geld. Seite 6? VW-Bus hat er geholt. Machen die Kinder alt sind wir? Die Frau ist krank jetzt. Ach, ja. Los, ja. Jetzt hat die Frau Schnuppen ohne Ende und alles. Und wie die soll, hat die das euch schon? Ja, ich muss halt die Kleine auch. Hat auch noch die Seuche. Schön nachts. Für die Kinder ist so ein Wetter scheiße, aber die Kinder noch jedes Mal, ja. Weil die Kinder einfach was haben, Schnuppen, Erkältung, die Kinder ja hatten und Grippe und alles, Schule. Dann ist es so. Naja, nächste Woche um die Zeit haben wir schon, hat jetzt dunkel, ja. Montag. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Kann mir ja nicht leisten. Was? Ich brauche doch Licht zum Arbeiten. Ich brauche Licht zum Arbeiten. Wolfgang hat mir Geld gespendet. Weil ich ein armer Junge bin, der weiß das wenigstens. Der hat es erkannt, der Tommy braucht soziale Unterstützung. Also nicht soziale, sondern eigentlich finanzielle Unterstützung. Dann hat er mir schon mal, zeig schon mal, 15 Cent. Heute drin. Ich brauche auch Bäckergeld. Ja, hier, bitte, 15 Cent. Das sind eine früher Schrippe. Drei Schrippen gewesen. Das ist diesmal eine Schrippe. Eine Schnuppe, da kann man gut von leben. Da teilt man nicht fünf. Hat man fünf Krumen. Bitte Geld. Alle wollen sie Geld. Die wollen alle nur mein Geld. Wer hat denn heute Morgen angerufen? Na, weiß ich nicht, keine Ahnung. Nuki hat ja versucht, dich. Was soll ich denn in der Dusche? Ich habe die Haare gewaschen. Dich zu aktivieren. Na, einfach nur zu sagen, dass ja, kann man nicht. Mama Laugenstange! Kann man das auch nicht im Satz formulieren? Deine Wäsche ist ausgelaufen, hast du gesehen, ne? Deine Taucherwäsche. Ja. Ach so, ja. Taucherwäsche. Wäsche ist ausgelaufen. Denke, Wäschekammer steht unter Wasser, was? So. Wäsche ist ausgelaufen, hä? Heute bei eBay. Ja, habe ich schon gesagt, habe ich Verlust gemacht, aber ja. Und dann komme ich ja vielleicht nach oben, muss man sehen, weil das ist ja nicht. Das ist ja nicht, genau. Ich mache jetzt kurz den Draht der Frau, ja. Fertig da. Dann muss ich auch. Dann muss nur mal eine Tini-Tini mal. Ich habe einen Umzug zu machen.
Was ist denn das? 7500 Aluminium-Tubing? Sieht aus wie Stahl. Ich weiß auch nicht. Jo, was ist bei dem Ding zu machen? Na, das wissen wir mal ja nicht. Also ich... Die gute Frau sagt, muss aufgepumpt werden. Na, dann machen wir das. Er kommt aus Österreich. Okay. Ja, Mensch. Das so, Geschäfte gibt's hier. Sowas kauft man sich. Wahnsinn. Also das Geschäft kenne ich auch nicht. Sind Sie schon lange hier? Hier bin ich 8 Jahre. Willi arbeitet 40 Jahre hier um die Ecke. Ja, so lange, das Geschäft kenne ich gar nicht. So lange weiß man nicht, aber wie gesagt, insgesamt sind es jetzt 24 Jahre. Kann ich Ihnen nur Luft rein haben? Ja, kann man auch machen. Wie gesagt, das stand ja jetzt ewig. Was ist denn? 10 Anschein gehören. Mal gucken, ob da noch eine Batterie drauf ist. Ja, das ist doch dann einfach wieder ein Bild dann. Machst dein LKW damit. Zündet erstmal. Mhm. Ja, wie eine echt, wie Zündung. Ich. Aber es ist ja anders. Ja, wie lange hält der im vollen Betrieb, wenn der voll aufgeladen ist? Und genau, du kannst ja mal einen Akku ranhängen, das ist ja ein schöner Akku, ist ja variabel. Mhm. Ist ja nicht so integriert wie bei denen, da bist du ja eben. Das ist krass, Alter. Das ist nicht sehr heftig. Also wenn du das nachts auf der Straße fährst, kommt man dann nicht mehr die Routen aus. So ist es verboten. Und mit der Scheibe ist es erlaubt. Okay. Die gute Frau sagt zu mir, das hintere Licht steht nicht, aber da ist ja auch ja nichts drin. Da ist überhaupt nicht mehr. Kein Innenleben. Wie soll das da leuchten? Ich mach das hier ab und plupp. Kein Innenleben, nur eine Hülle. Die Hülle seiner selbst. Tja, fertig. Züge sind verlegt. Gepäckträger ist dran. Taugen wird da nicht viel, weil ich meine, die Bremse geht ja hier durch. Und da kann man nicht viel nutzen. Also ich würde den... Man kann den vorderen Bereich hier nutzen, also die Federklappe eigentlich so gut wie gar nicht, weil das darf nicht sein, was hier nach hinten drückt, weil sonst blockiert es halt die Bremse bei der Funktion. Wenn Sie die Federklappe in die andere Richtung angebracht hätten hier, sprich du machst sie so auf, wäre natürlich wesentlich besser. Und dann können Sie ruhig zwei Stege, die ein bisschen weiter nach vorne gehen, man kann ja, also die wissen ja selber, wie das Rad gestellt ist, ne? Und so, wie man das, dass man das so weit nach vorne bringen kann, das ganze Ding. Dass das vernünftig Gepäck aufnehmen kann. Ja? Also ab in die Richtung die Federklappe auf, also hier nach oben, nicht eben so nach vorne, sondern nach hinten auf. Und dann kann man eben so, oder zwei Federklappen, so wie es früher auch mal üblich war. Ja? Da gab es so zwei kleinere, die hat man aufgemacht und dann konnte man eine Kiste dazwischen stellen und die wurde von beiden Seiten so erhalten. Das wäre eine bessere Konstruktion als das. Das ist hier eine ganz einfache Geschichte. Ja, gut, das ist jetzt auch nicht dramatisch, es ist halt wie es ist. Es funktioniert erstmal. Sehr schön. Erstmal wird es funktionieren. Es wird seinen Zweck tun. Der Zug ist gleich erneuert worden hier. Das ist auch schön. Jo, das war's von mir hier aus dem Keller. Und dann sehe ich nach oben und werde bei meiner Familie hocken, weil draußen regnet es. Trübelwetter. Ich habe gerade eingestellt einen Posten Bilder. Posten Bilder und Rahmen hier.
Was bei mir drüben steht, ja, teils Öl, Öl auf Leinwand, teils Drucke. Tja, es kriegt also die lustigen Nachrichten echt über. Wie viele in etwa sind es? Schreibe ich 15 bis 20 circa, habe mich gezählt. Dann steht hier, kaufe ich für 30, zahle bei mir im Laden, in Berlin. Galerie, kann den Laden nicht verlassen, gerne auch heute und Gruß. Ich soll ihm die noch liefern in eine Galerie, sag mal, ist der bescheuert oder was? Kannst mal 15 Bilder und 20 Rahmen abholen für 50 Euro. Oder du kannst hier vorbeikommen und kannst mir gerne ein Angebot machen und vielleicht sag ich, oh, 30, nimm mit oder so. Aber doch nicht hier, kann den Laden nicht verlassen. Ich kann den Laden auch nicht verlassen. Ich gehe doch hier nicht raus. Hat geschrieben, nein danke, kann man auch nicht verlassen. 50 Euro bei Abholung, der erste hat sie. Fertig, Gruß. Mali sagt mal, vielleicht ist auch Dennis. Nein, er ist so schnell. Nee. Zack, ist er da. Schicke Ohrenschütze. Ja. Deine Farbe. Meine Farbe, ja. Man muss ja die Schuhe dann haben. Wo gibt es denn hier keinen Laden, wo man hingehen kann? Ich liebe ja so Läden. Persönlich einkaufen, das wäre doch was. Klingt verrückt. Haben die Leute früher aber so gemacht. Die sind einfach in so einen Laden drin gegangen und haben die Sachen direkt gekauft. Mann, war das toll. Scheiß Katalog bestellen, das geht mir so auf den Sack. Das lobt ihr ja nicht. Da kommt das, dann passt das nicht, dann musst du zurückschicken. Habe ich gar keinen Bock drauf. Früher gab es den in Langwitz. Viel zu weit weg, komme ich gar nicht hin, während der Öffnungszeiten. Na, aber ich gehe einfach mal morgen. Immer noch der Bremsbelag. Nee, das ist ja schon der dritte Rad hier. Hier ist Tretlagerausbau. Wo ist denn hier das? Wo ist denn hier das? Herrgott. Wo ist denn mein WD? WD kurz mal beiseite. Achso, das geht ja. Bin die 40 weg. WD-40, over 80 years of practice. Ja. Yeah. Naja, nee, lieber nicht. Ah, guck. Nehmen wir Probleme, funktioniert. Hervorragend. Das ist so schön. Von überragend. Ich freue mich, bald hier zu spielen. Ist das denn wahr? Bei wie? Klingt wie meine Mühle. Wenn da noch Kugeln drin sind, da sind aber die sind trocken, wa? Die noch ganz sind. Das klingt wie Müllers Mühle. Müllers Mühle, Müllers Mühle, Müllers Mühle. Jetzt ein bisschen Geld verdienen hier. Wo noch? Arbeitskleidung. Ich muss Geld verdienen, weil ich brauche noch Arbeitskleidung. Was für ein Scheiß. Na gut, was brauchen wir noch? Hier, bitte. Tretlager raus, neue Tretlager muss hier drin. Geschmack. Haben wir vorhin ja den Mika da, der wollte unbedingt in den Keller. Der wollte hier irgendwas basteln. Ich sage, ich bin aber nicht da. Ich bin jetzt oben, ich mache oben. Ja, das will er am Freitag machen. Schau,
Wow! Gerade so! Das ist gut, raus ist es. Oh, neuen Aufsatz von Parktools. Gottes Willen. Ja. Wahnsinn. Dreh mal. Ui. Schön, ne? Ganz schön schwer. Was wollte ich denn sagen? Ich wollte sagen, wir müssen aber hier rauskriegen. Der Lara. Ich habe Schwierigkeiten mit der Lara. Um Himmels Willen, sie sich das anhört, ey. Knarz. Da drin aussieht. Also ich bin jetzt schon total überrascht. Ja, ja. Ah. Die Kamera, Menschen hinter der Kamera sind genauso gespannt wie du, mein Freund. Na. Es schraubt sich erstaunlicherweise recht gut raus. Ja. Das stimmt. Auf der Seite zumindest. Wir schauen mal die andere Seite. Dreht sich immer noch schwer. Das ist ja Kuriose. Jetzt ist ja schon so weit auseinander, aber was ist denn da los? Naja, aber ich glaube, da ist nichts mehr vorhanden. Wurde schon eine lange, also das ist bestimmt mal das erste da drin, war? Ja, bestimmt. Aber dafür hat es eine Weile gehalten. Das ist ja hier auch noch aus 80er Jahre, das Ding hier. Oder was? Das Lager ist noch vorhanden. Wie denn das? Ja, war. Muss nur gefettet werden. Das ist ja das, was ich meine, dass man den Service macht. Aber die andere Seite ist nicht mehr da. Doch, nee, da ist auch noch komplett eine Kugel. Noch irgendwie. Doch, da ist die eine Kugel. Ja, aber das ist nicht mehr eben. Achso, bitte. So. Schade, hätte man das öfters mal gefettet, dann würde es jetzt nur noch tipptopp sein. Würde es jetzt definitiv noch leben. Ja, so eine Achse kann man nicht mehr nachbestellen, wa? Nee, im billigen Material, aber das ist kein Vergnügen. Da bräuchte man eine Drehbank, wa? Und dann einfach zack, selbst gedreht. Ist jetzt schon, da lösen sich die Murmeln auf. Die Schicht von den Murmeln. Ja, die Chromschicht, war da oben drauf, oder was das ist? Hier ist eine Platte gewalzt. Ja. Ja. Aber es ist eine gute Qualität, sonst hätte es so lange nicht gehalten, aber. Ja, wie gesagt, ein paar Mal fett drin war und dann werdet immer noch am Leben. Hin und her schwanken. Ein bisschen sauber machen, aber das ist ja auch nicht hier. Wenn sowas braucht man ja nicht sauber machen, dann weiß man ja, dass das eigentlich durch ist. Das ist durch. Das ist Quatsch. Wenn ich das wieder einbaue, dann ist das nächste Lager wohl wieder kaputt. Ja. Schade! Schade, schade, schade. Die Murmel, die ist gerade. Schade, Marmelade. Doch sie müsste rund sein. Da das nicht der Fall ist, fängt das Lager an zu schreien. Fantastisch. Yeah. Das war ein Jingle. Jetzt müssen wir hier nur noch diesen Rest vom Lager, die andere Seite, rauskriegen. Das ist meist sehr schwierig. Quatsch. Nicht damit, sondern hier. Na? Ach, das sind auch diese Zwischenmaß davon, wa? 35, 36. Achso, jetzt muss ich zufesthalten, wa? Oder was? Ja, schon.
das ach, ging na. Ja einfach. Schau mal, Ena, guck ich da. Na Gott sei Dank. Gut. Haben wir aus. Ist so gut wie ausgebaut. Ist quasi jetzt schon die Geschichte. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alles schön, dann kann ich den Auftrag mit Erfolg heute abschließen. Ich habe gedacht, das muss ich mich morgen noch durchquälen mit. Nee, das ist wunderbar, ey. Na. Das sieht so schräg drin geschraubt aus. Ja, war. Irgendwie. Total schräg. Tja, na dann wollen wir den Tag nicht für den Abend loben. Da musste die, deswegen auch die Winde nachgeschnitten werden und. Oder? Oder was macht man da? Das ist schräg. Ich schätze mal, das ist ein billiges Ding. Das Lager oder das Fahrrad? Das Fahrrad war mal billig. Ist das eine namhafte Firma hier? Oder? War mal eine sehr namhafte Firma. Ja. Aber jetzt nichts, was derzeit noch besonderen Glanz erfahren würde. Also, erfahren hat. Was ist das denn doch schon aus den 90er Jahren hier oder so? Ja, noch neuer? Nee, das ist 80er. Ja, war. Und da war die Qualität schon nicht mehr so doll. Da gab es auch billige Räder, ja. Da war halt eher eins von den billigen, obwohl man, wie gesagt, die billigen Räder aus der Zeit immer noch ja. besser sind als teure heute. Ja, schon mal einfach halt hier mit den quetschten Rohren als. Ach, das ist nicht mal verlötet oder so? Na doch, ja, es ist gequetscht einmal und verschweißt. Also es verlötet nicht. Nee. Ach so, na ja. Nee, das ist nur. Ja, hier dieser, der Naht hier unten dran. Das ist hier reingesteckt auf Stoß. Ja, das ist ja wahrscheinlich nicht verlötet. Das wird nur so gequetscht sein. Mhm. Das ist ja bestimmt so eine ganz spezielle Technik. Hier. Oder dass das WMÜ zu groß ist hier? Und dann wird das ineinander. Aluminiumstahl. Mhm. Ja. Da denn deswegen war, dann ja. ist das passt nicht mal ein Haar dazwischen. Dann verklebt vielleicht. Ja. Ja, hier ist ja eine Kante drin. Epoxid. Hier ist es nicht sehr sauber, ist es nicht gearbeitet. Na Mensch, Junge, wem gehört denn das Fahrrad? Also ich meine den Junge, dem das Fahrrad gehört. Oder ist es ein Mädchen? Mädchen. Es geht nichts über eine ordentliche Grundreinigung, damit man hinterher das neue Material problemlos und ohne Hindernisse einsetzen kann. Genau. Gute Vorbereitung ist überall unablässig. Unabdingbar. Unabdingbar. Sorry, da gibt es so schöne Worte, die gar nicht mehr verwendet werden. Ja, gibt es viele von, ja. Ich lese ja immer sehr viele alte Bücher, also wirklich über alte Bücher, nicht über alte Themen, sondern über alte Bücher. Versteht. Und dann ist das immer sehr schön, das zu lesen und manchmal auch sehr befremdlich tatsächlich schon. Ja. Also du denkst, was? Ach so, die könnten, die meinen das, was du heute so ausdrückst. Ne? Ja, na, ich finde das schön, das ist mit viel Arbeit, das ist, ja. Ich habe hier auch den Zwischenfruchtbau und das ist auch noch hier, kennst du das Zwischenfruchtbau? Ja. Hast du das nicht von mir? Habe ich das von dir? Ich glaube, ich habe das von dir. Ja. Genau, ich habe das von dir. Genau. Ja, ich glaube, das hat mir dein Daniela mitgebracht. Ja. Das ist doch von mir. War das von dir, ja? Ja, das vielleicht habe ich das Daniela mitgegeben oder so. War das so ein grauer Einband? Nee, blau. Mit blau, genau. Blau, ja. Also ein graues Bild, schwarz. Ja, Bild nein. Genau, und so. Inzwischen auch noch. Ja, und das ist ja, genau. Hat sie oder du hast das von mir auf alles. Schön. Das hatte ich ja hier und habe gedacht, so, das wäre halt für dich. Schön, auf jeden Fall, ja, da drinnen zu lesen. Ja, genau. Das ist jetzt natürlich, ich habe auch noch viele andere, der Obstgarten und so weiter, so diese alten Sachen, die finde ich auch sehr toll. Werde ich auch auf alle Fälle mir zu Gemüte führen, nach und nach. Ja. Jetzt bin ich erstmal bei zwei anderen Büchern, eben der Falsche Prinz. Ja.
wirklich sehr interessant. Der falsche Prinz, das kam gestern auf dem Kinderfernsehen im Fernsehen, auf dem Kinderkanal. Also nicht das Buch, sondern eine arabische Geschichte. Aber der Titel war arabische Geschichte. Der falsche Prinz. Aber die Wahrheit ist nicht arabisch, Dennis. Nein, aber das, was da gestern kam, das Märchen, das war arabisches Märchen. Arabisch. Ich glaube, das war sogar von den Brüder Grimm. Und die feine Dame. Tja, 128, jetzt mal 127,5 können wir nehmen. Da schauen wir doch mal. Schwupps, weg. Und ich wette, ich habe keine 127er Lager mehr. Na, was sonst? Schauen wir. Ich habe 127. Gut. Freue mich sehr. Dann kann doch jetzt nichts mehr schief gehen. Sprach er und sofort fiel der Tommy aufs Gesicht. Doch er spürte das noch nicht. Schlug mal die Säge, sie kam hinterher. Ja. Und verletzte ihn am Genital so schwer. Davon bekam er Gicht. Ja. Quasi Notrettung, ne? Digital weg, bekommt ihr nicht mehr eine Pfoten. Mm. Ja, ich dimmt. Willi Wenker. Dann muss man die Hände nicht mehr so oft pudern. Ja. So, dann setze ich das hier ein oder so. Also weiß ich gar nicht. Jetzt ist ja die Frage, war das schief drin oder nicht? Das sieht immer noch so, kann das sein von hier aus so aus oder ist das die Perspektive? Naja. Aber im Grunde genommen ist es das ja. Sieht so aus, als ob das hier eine Windung länger ist und nach dahin eine Windung enger. Länger und enger waren zwei gute Kumpels. Und passt noch gut zusammen, ne? Ja. Meiner ist länger und deiner ist enger. Ja. Wunderbar ergänzt. So, und hier sehen wir schon das Rätsels Lösung. Es ist hier eine Windung weiter draußen und hier eine Windung weiter drin. Das könnte natürlich auch an der unsauberen, tatsächlich hier an dieser Verarbeitung von diesen Muffen, dass das nicht... Oh, das ist ja wirklich... Oh, okay. Ja, warte mal, hier geht es ja auch noch drin. Dann ist da, ja noch, aber... Naja, aber nee, das ist in Ordnung. Aber ja, aber nee, aber sah, ja, aber nee. Sah auch nur so aus, oder was? Das ist 100% nicht ganz plan hier nochmal gefräst worden oder so. Achtung! Oder noch nichts kaputt machen. Dann machen wir die andere Seite, die ist leider aus Aluminium. Ich finde das sehr schade, dass das Aluminium ist. Mhm. Hätten sie ruhig aus Stahl machen können. Würden das gemacht? Aus Kostengründen oder was? Nee, das kann nicht sein, das ist ja Quatsch. Gewichtsgründe oder so. Hä? Was? Ich mag das nicht, weil es sich so unpräzise einschrauben lässt. Zu wenig Rückmeldung, war oder was? Ja, das ist so weich. Ja. Könnte sein, dass es jetzt richtig drin ist. Ja. Und dann machen sie noch so einen Quatsch drin, so eine komische... Ist das eine Gleitpaste oder was? Nein, eben nicht, so eine Anti-Gleitpaste, ja. so ein... Damit du siehst, wenn es eingebaut wurde. Ach so. Guck mal, an so einem Stahlding, das schraube ich noch raus nach 20 Jahren und wenn ich es putzen würde, polieren würde, würdest du nichts sehen. Ja. Ja. Bei Aluminium siehst du sofort, das bildet sofort einen kleinen Grat irgendwie. Ja. Und vielleicht ist es auch ein bisschen im Übermaß gearbeitet, das kann alles sein. Damit du es so ein bisschen rinschneidest, mehr oder weniger, so rinnen drückst. Damit das eins wird... Ja, das ist natürlich scheiße eigentlich, weil genau das soll es ja nicht. Du sollst es ja auch irgendwann auswechseln können. Ja. Was war das? Eins mit dem Schiff? Nee, was? Ich bin Teil des Schiffs. Ach, genau. Blauer Spur, Bube oder wer? Meerjungfrau Mann oder blauer Spur? Ja, bete zusammen. Schlimme Augen, Bill. Nee, wie hieß der? Stiefelriemen. Bill. Stiefelriemen Bill Cosby. Bing Crosby. Ja, und jetzt haben wir diese wunderschöne Thun Aero Coronado oder nur eine Coronado ist so. Ist das ja. Aber die hat so wenig Gewinn hier drin. Ihr habt der zeigt was nachgeschnitten. Bloß das kann man dann nicht nochmal verwenden.
Die geht jetzt nur einmal ruf und das war's. Ist zu empfehlen für diesen Fall, sich schon mal jetzt auf eine neue Kugel sparen. Genau, weil das ist eine geile Kugel, die ist total leicht eigentlich, wenn das Pedal nicht so schwer wäre. Aber... Wenn die Luft raus ist, ist die Luft raus. Letzte Runde, sprach der Kellner. Ja. So. Dann nehmen wir noch ein bisschen Fett auf die Schräubchen. Schraubgewinde. Ansetzen, rinnen. Kennen wir noch alle. Ohne viel Gewese. Erstens Glückwunsch. Nochmal. Ansetzen, rinnen. Vorschrauben. Sieht so echt schön aus. Sie sieht fast wenig gefahren aus, die Kugel. Also hier vom Zustand hier. Das Schöne ist, bei den Aluminium-Dingern kannst du endlos drehen. Ja, irgendwann. Da muss man auch mal ein Ende finden. Ja, ist noch ein bisschen. Naja, aber. Naja. Nicht, dass sich das weiter einen Riss bekommt ja, oder so. Ja, ich hab das Problem. Ist ja auch schon alles alt. Naja, dann lieber nochmal in 14 Tagen nachziehen, wa? So, dann prüfen wir nochmal den Gang des Getriebes. Tada! Hört sich das gleich ganz anders an. Hä? Oh, das sollte man jetzt so schnell machen. Oh. Ja, schalt mal. Weiter? Ja, weiter geht nicht. Maximum? Ja. Das ist schon? Ja. Auch schon rum. Gut. Und wieder zurück. Komplett. Hier hoch mal. Ja. Aha. Naja, ist noch nicht mit Steighilfe. Ja. Und zurück. Wunderbar. Besser könnte ich es auch nicht machen. Ja, das ist... Da kommen noch die Original-Coronado-Käppchen drauf hier, diese Coronado-Käppchen. Silberkäppchen. Ja, Thun-Coronado, steht da extra drauf. Silberkäppchen. Na? Ich habe einen Spendenaufruf gestartet. Eigentlich einen Spendenaufruf. Jetzt Spendenaufruf. Wir brauchen einen VW T4 Doka. Wenig Kilometer, zuverlässig und Benziner. Benziner wegen Umweltzonen und morgen. Bitte. Und der darf nicht viel kosten. Also unser Budget ist gerade bei null. Minus. Wir machen aber auch Werbung gerne für euch. Also zum Beispiel sagen wir Danke und so an den und den oder die und die Person. Danke an Maske Berlin zum Beispiel. Ja, danke. Zum Beispiel danke an wen auch immer, ne? Angela Merkel. Angela Merkel ja. Oder an den Bundesfinanzminister, danke. Ja. Ein junges, aufstrebendes Gewerbe ist gefördert. Gefordert, gefördert worden. Ja, und das ist doch ja, alles im Sinne der Nachhaltigkeit. Genau, weil es muss ja nur ein T4 sein. Also was Alte, die braucht das, was im Grunde genommen sowieso nur auf dem Polizeihof rumsteht. Genau. Nicht als Drucker, aber vielleicht doch bei der Bundeswehr vielleicht. Ja, das wäre noch eine Möglichkeit, aber es ist Diesel. Mist.
Aber wieso hat denn der Senat TÜV, nur Diesel? TÜV wäre neu ans Gut, ja. TÜV oder TÜV befreit für 10 Jahre. Ja, dem Senat kann es ja scheißegal sein, weil eh alles von Steuergeldern finanziert wird. Also das heißt, wenn da mal jetzt ein neuer Schwung kommt, ist so quasi wie selbst. Dann kommt der Steuerzahler dafür auf. Also das ist doch scheißegal. Also und wenn das, ach, pff, Alter, zit. Die Stimme aus dem Off. Also. Ja, wie machen wir das? Also wir brauchen morgen, übermorgen, nächste Woche. Übernächste Woche, am 1. November brauchen wir das Auto. Schön, wir Abfahrer fertig und schon bereits gepackt TÜV, mit TÜV. Und bereits vollgepackt hinten bitte mit Stiel, Kettensägen und sowas neu. Steig ein. Eine 808, eine 440, ja. Da kennt der Dennis sich mit aus und ich brauche eine Schnittschutzhose in Größe XL. Vorzugsweise von Pfanner oder von PSS. Ja, ja. So, das wäre mein kleiner Wunsch. Denken. Ich habe ja auch Geburtstag immer schon dran denken und vielleicht... Ja. Reicht es ja, einfach auf der Welt zu sein, die Geburtstag zu haben, irgendwann, um alle Geschenke zu bekommen. Ja. Von euch. Ja? Ja. Was willst du noch haben? Ich wünsche mir Weltfrieden. Der Kettensäge. Ja, wir sind so bescheiden. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden gerade, auch ohne mit kaputtem Auto und ohne Schnittschutzhose und alles. Weil der Tretlager hier hat wunderbar geklappt, der Tretlager einzubauen. Finde ich schön. Und außerdem kommt man auch ohne Schnittschutzhose und ohne Auto auf die Welt, wa? Ja. Na, obwohl es ziemlich gefährlich ist. Also ein Sturzhelm bräuchte man schon. Weil das ist apropos mit Helm. Siehst du, warum holst du was? Ich brauch sowas. Auf der Baustelle Helme tragen. Fällt mir, ich habe Kletterhelme. Wenn, dann müsste man gleich mit hier und. Kostet auch nochmal 200 Euro. Ich hab da so viel Geld nicht. Was soll ich denn nicht verdienen? Ich kann doch nicht 200 Euro auf den Tritt. Zum Anfang reicht ja auch was. Also dann einfach ein Helm mit Visier und Ohrenschutz, das reicht. Ich hab ja mit einem Sportcode da angefangen zu arbeiten. Ich brauch noch einen Helm mit. Und so. Am besten Protoss, ja. Pfanner, Protoss. Und dann aber nicht mit dem Gittervisier, sondern mit der Schutzbrille zum Rein- und Rausklappen. Gibt es nämlich so, verschiebt sich unter den Helm so. Und so. Das ist geiler, weil wenn du so feine Späne hast, wenn die Kette irgendwann stumpf ist, dann werden die Späne immer kleiner. Und wenn du zu voll bist zum Kette wechseln oder schleifen, dann fliegt der irgendwann unter die Augenlider und dann macht sich so ein Ding ganz gut, weil da kommt nichts durch. Also ist ja ein richtiges Visier halt, denn so aus Kunststoff aus. Wie heißt das hier? Polymer, durchsichtig, transparent, Plexiglas oder irgendwie sowas. Ja. Das ist ja nicht mal so schlecht. Ja, nehmen wir. So in der Reihenfolge nehmen wir das alle. Andererseits habe ich mit einem verdammten Sportklettergurt für Felsen angefangen, Bäume zu fällen. Ja, das war nicht schlecht. Na, wie hast du so das gemacht? Hast du mit einem Schweizer Taschenmesser dann auf dem Baum gesessen und den abgeschnitzt? So ungefähr. So ungefähr hat das mal alles angefangen. Ja. Ja, tatsächlich. Vor. Ich hänge. Vor fast 19 Jahren, ja. Da war der Dennis noch ganz klein, ist auch genau. Umgeklettert im elterlichen Heim und hat, hat den Tannenbaum klein gemacht. Ja. Ja, was machen wir jetzt? Ich bin fertig. Tada. Tada. Space. Mit dieser extremen Kamerafahrt verabscheue ich mich jetzt schon und wünsche euch alles Gute und wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao. Tommy und Dennis, auf Wiedersehen. Schlaf gut. Genau. Schlaf.